So, und herzlich willkommen zurück zu MyTest Let's Play. Ja doch, kann man sagen. Zu meinem Creative Server MyTest Let's Play. Das war sowas von falsch. So. Mami! Ich müsste mal so eine Sperre einbauen und nach dreimal Passwort eingeben, also nach dreimal Passwort falsch eingeben, wird der Account gesperrt. Da hätte ich jetzt noch einen Versuch gehabt. Gibt's so eine Mod eigentlich? Wäre mal interessant. Wäre eigentlich sogar sinnvoll. Ne? Gut, ich meine dann vielleicht nicht dreimal, sondern dass man, weiß ich, sowas macht mit zehnmal falsch eingeben. Weil dann schützt man zumindest jemanden davor, dass man jetzt durch 100 Mal Passwort eingeben, Passwort erraten kann. Aber man hat selber, wenn man selber verschnallt ist und der Passwort absolut, ne, kennt man ja, dass man dann zumindest nicht gleich hier rausgeworfen wird. So, bis wohin geht der Schutzbereich? Fuck, das ist alles Schutzbereich? Scheiße. Egal, macht nichts. Wir klauen uns trotzdem Holz. Wir können ja die ganzen Bäume hier wieder einpflanzen. Was bist du denn für ein langes Ding? Let's schießen halt. So, jetzt müssen wir eigentlich noch Äpfel bekommen, oder? Wenn nicht, wird es ein bisschen problematisch. Woodcutting 26. Au. Au. Gott, unsere Axt ist gleich weg. Scheiße. Wow, wir bekommen zwei Äpfel. Das ist so verdammt wenig. Oh, da hinten sind doch ganz viele Bäume. Gut, dann werden wir noch da hinten am besten gehen, direkt. Okay, wir haben 7 Äpfel bekommen. Ah ja. So, dann gleich mal hier wieder alles einpflanzen. Damit die schöne Vegetation hier auch erhalten bleibt. Und dann rennen wir mal darüber. Ist das denn auch noch alles Schutzgebiete? Weiß ich gar nicht mehr. Naturschutzgebiet. Sieht aber auch echt geil aus hier. Deswegen habe ich den Bereich auch gleich geschützt. Selbst wenn wir aus dem Wasser rausgewesen wären. Mann. Selbst wenn ich hier kein Let's Play gemacht hätte in dem Gebiet, hätte ich es sowieso geschützt. Einfach weil der Bereich so schön aussieht. Und ich jetzt schon genau weiß, sobald irgendjemand diesen Bereich gefunden hätte. Alter, sieht aber geil aus hier. Boah, scheiße, gefährlich. Hier kommst du gar nicht mehr raus. Sobald jemand den Bereich gefunden hätte, wäre der Bereich in ultra kurzer Zeit untergegangen. Deswegen lieber gleich schützen, so einen schönen Dingsbumster. Wie gesagt, da oben dieses große, diesen großen, ne, da wo wir ganz am Anfang waren, dieser riesige Krater mit diesem Fluss durch, werde ich vielleicht sogar auch noch schützen, einfach weil er geil aussieht. Und ich das Ding lieber so direkt erhalten würde. Ja, hier ist ohne alles Schutzgebiet. Fuck my life. Ah, okay, hier ist kein Schutzgebiet mehr. Oh, und auch schön viele Äpfel. Nice. Das heißt, ab hier werde ich jetzt mal die ganzen Dinger geklauen. Halt, das war falsch. So, bitte, danke.
sind ja Nadelbäume. Jetzt habe ich gerade die Nadelbäume abgepflanzt. Ah, und unsere Erstachse ist gleich weg. Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. So, ich darf auch nicht zu sehr rumlaufen, weil wir dürfen uns von den jeweiligen Bäumen nur 80 Blöcke entfernen. Und das war's auch schon mit der Axt. Schade. Das heißt, wir brauchen eine neue Axt. Ja. Zum Glück haben wir ein bisschen Holz. Volle Hütte. Da brauchen wir noch ein paar Stöcker. 10, 10, 10. Passt ja genau. Dann machen wir uns mal eine Axt. Ich sollte mal ein bisschen Gestein abbauen. Ich glaube, eine Gesteinachse ist doch besser als hier. Ne? Und wir haben eine Eisenachse. Das heißt, wir hätten uns quasi direkt die Eisenachse mitnehmen sollen oder direkt ein bisschen Gestein abbauen sollen. Ach Gott, Alter. Oh, über diese Kirschblüten sage ich schon. Apfelblüten. Das sieht so süß aus. Ja, wenn es eine ganze Weile braucht, bis das ganze Holz abgebaut hat mit der Steinaxt, das ist natürlich ein Träumchen. Ein Albträumchen. Das Schöne ist, hier brauchen wir die ganzen Bäume nicht mehr nachpflanzen, weil hier sowieso Gebiet, was alle verschandeln werden, früher oder später. Von daher, egal, ich mach's trotzdem. Bam, bam. Man will ja hier nicht, ne? Man will ja die Natur ein bisschen erhalten. Hä, warum? Mein Inventar war doch gar nicht voll. Warum sind hier überall diese Samen? Ach, eigentlich brauche ich hier so viele gar nicht. So, brech vollkommen aus. Ein Apfel, der meinen Namen trägt. Dann haben die anderen Spieler wenigstens auch recht Äpfel hier in der Gegend. Wobei ich sowieso noch gucken muss, wie weit ich den Bereich schütze, weil wie gesagt, da hinten ist ja der Canyon oder was auch immer man das darstellen soll. Ja, von daher. Siehst du, ich dachte immer, diese Blüten wachsen dann, wenn man der Äpfel abgebaut hat, dass da neue Äpfel wachsen, aber die wachsen scheinbar auch so, diese Blüten. Die Frage ist, werden diese Blüten später zu Äpfeln oder wachsen an den Blüten denn später Äpfel? Das müsste man natürlich ein bisschen heraustesten, indem man einfach wartet, aber so viel Geduld habe ich gar nicht. Bei mir muss alles ratzfatz gehen. Nein, bitte damit. Das dauert so lange. Ich überlege gerade, ob ich einfach zurückgehe und mal... Ach komm, ganz ehrlich, hier, fuck off. Es ist mir gerade einfach... danke. 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 Dankeschön. Mal hier ein bisschen den Rand begradigen. Oh, Kohle. Werden wir früher oder später auch noch gebrauchen. Ich kann nicht laufen. Oh, ich stehe gerade auf dem Stein drauf. Die Frage ist, was kann man mit diesem Stein machen? Pebble. Ja. Stone. Kann man aus dem Gestein irgendwie Stone machen? Irgendwie? Komm mit. Hmm.
Ach, das hier. Eisenstein, was zur Hölle ist das denn? Kriegt man da auch Eisen raus, oder? Hä, wird mit Gestein und Kohle gemacht? Ach nee, aus Gestein und Kohle bekommt man normalen. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Sagt der Fisch, fällt dir gar nicht zu. Da ist natürlich die gesamte Palette voll. Das sind ja nur 8 Seiten, ne? Güter. Was bist du denn? Appeltreeroot. Wir haben eine Wurzel von LOL. Egal, ich setze mich dann einfach wieder hier hin. Fällt keinem auf. Ist wahrscheinlich einfach nur Deko oder sowas, keine Ahnung. Gut. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Gestein. Zwei brauche ich noch. Achso. So und so. Ach komm. Eins, zwei, drei. Weg mit dir. Nein! Fuck my life. Karma, the bitch. Halt. Das da. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder. Ich mache daraus einfach mal jetzt alle 4 Stöcker. Bam. Bam. Einfach nur, um unser Inventar ein bisschen clean zu halten. So, dann nehmen wir uns mal eine hiervon und alles andere verwandeln wir zu Äxten. Bam. So, und ich muss mal gucken, wie die Blättern, ob ich jetzt wirklich, also noch hebe ich erstmal alle auf, aber wenn dann unser Inventar zuklumpt, weil wir werden ein bisschen Holz einsammeln, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Blätter einfach wegwerfen. Weil ganz ehrlich, wir haben es ja in den anderen Let's Plays gesehen. Blätter sammeln ist zwar schön und gut, aber so viele Blätter wie wir hier sammeln, werden wir niemals im Leben verbrauchen. Du einmal. Danke. 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 Siehst du, by the way, was wir auch noch machen könnten, wenn wir zu viele Blätter haben, dann können wir daraus ja auch direkt dieses komische Düngerzeug machen. Dieses braune Düngerzeug. Verstehst du, was ich meine? Okay, da ist einer drinne, sehr schön. Da ist auch einer drinne, sehr schön. Da, what the fuck, 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 what the fuck. Arschloch. Kannst doch nicht so ein Baum werden, während ich da gerade was mache. Arschloch. Was? Oh. Nahrung. We need more apple. Apple food. Ja, so viel war das jetzt aber nicht gerade. Ach doch, 22 geht ja. Okay. Das heißt, wir brauchen Scheiße. Wir brauchen echt mehr Platz hier. Wir nehmen einen ganzen Stack Holz. Dann nehmen wir ganz viele Stacks Gras. Ja, so kriegen wir unser Inventar ganz schnell Scheiße. Man kriegt daraus immer 4. Also ist natürlich schön, aber so kriegen wir unser Inventar nicht so schnell leer, wie ich es gehofft hatte, dass wir es bekommen. Gut, machen wir mal hier 96, dann machen wir nochmal 96.
Wobei wir dürfen auch nicht so viel Holz verschwenden, sonst sammle ich jetzt ganz viel Holz, um wieder Holz zu verschwenden. Das bringt ja auch nichts. Ja, das heißt, wir werden früher oder später definitiv davon eine Menge wegwerfen dürfen, weil wir einfach zu viel haben. Einfach, weil wir zu viel davon haben. Ne? Und wir leben nun mal in einer Wegwerfgesellschaft, da kann man auch Blätter mal wegwerfen. Außerdem, ganz ehrlich, Blätter wegzuwerfen ist jetzt nun wirklich keine Sünde, weil aus Blätter, wenn man die wegwirft im Wald, das wird ja zu Dünger. Ist ja nicht so, wie als wenn wir Plastikflaschen wegwerfen würden oder ähnliches. Siehst du, wir müssten eigentlich mal später, denn wenn wir hier Plastik produzieren können, ganz viel Plastik produzieren und einfach alles irgendwo in den Wald reinschmeißen. Um das Let's Play realistisch zu halten. Ne? Kennt man ja. Jetzt muss ich hier diese Ecke runterspringen. Geht gar nicht. Ich will auch nur runterspringen. Fuck you. Weil ich diese Kriechtaste die ganze Zeit gedrückt halten muss, damit ich hier mehrere Bäume mit einem abbauen kann. Ist ein bisschen umständlich, aber oh, fortgeschrittener Holzfäller. Schau mal einer an. Ach, hier die so. Lol. Ist das sexy? Ist das süß? Ist das arschfick geil? Bitte was? So. Mal gucken, wie viel Holz wir da zusammen haben. Erstmal gucken damit und hier Inventar im Blick halten. Im Blick haben. Egal. Bevor wir hier zumüllen. Ich glaube mal, die Aufnahme wird jetzt schon zu lang, kann das sein? Oder? Nee, wir haben die Dreiviertel gestartet. Ich habe keine Ahnung. Ich verliere schon wieder mein Zeitgefühl. Was? Was? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja illegal lisiert. Wir brauchen mehr Stock. Wie viel haben wir noch? Oh, krass, fertig geworden. Na gut. So, dann machen wir über diese Dinger rein. Bam und bam und bam. Genau, hier haben wir bereits. So, hier noch einer. So, wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Wir haben nicht mal zwei Stacks. Wie lange geht da schon die Aufnahme? Ich habe mich gerade absolut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Aufnahme schon wieder viel zu lang ist, aber irgendwie laut Zeit. Nee, wir sind doch lange nicht dran. Warum ist hier so klein? Achso, die Kriterien waren es. Genau, das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde vor uns. Also ein bisschen Holz kloppen kann ich noch. Ja. Wir können definitiv noch ein bisschen Holz kloppen. Das ist ganz schön. Das war falsch. Was? So. Ja. Das ist schön. Dann können wir nämlich ein bisschen, also wie gesagt, zwei Stacks Holz würde ich gerne schon voll bekommen. Weil die Außenmauern von uns werden definitiv aus Holz. Heißt also quasi die Wellen. Obwohl, nee. Egal, wir brauchen auf jeden Fall früher oder später sowieso Holz. Von daher machen wir jetzt lieber eine richtige Holztour. Dann müssen wir später nur noch gucken, wo wir Steine und so herbekommen. Also die Steine, die wir denn speziell brauchen. So, hier die drei nehme ich auch noch weg. Dann sollte das reichen. So, dann muss ich auch gucken auf meine Nahrung. Äpfel an die Macht. Macht Äpfel, macht auf. Appel, Dreh, Rot. Was kriegt man aus dem Rot? Ja, nee, das war jetzt nicht das, weiß ich. Ich habe alles echt nur Deko. Das kann nicht sein. Kann man daraus Stöcker machen oder so ein Scheiß? Nee. Ja, sag mal. Ah, gut, da können die auch genauso gut weg. Nee, ich heb die mal auf. Für den Fall, dass man daraus später doch noch was machen kann, ne? Denn,
Was hast du denn eigentlich für ein Ding? Lol. Das war natürlich. Das da, bitte. Na komm, mach hin. So. Okay. Da hinten, die lasse ich erstmal, weil die auch keine Äpfel haben und ich muss lange bis auf meine Nahrung achten. Aber hier hinten ist noch einer, der hat Äpfel. Gut, den hier hole ich nochmal ab. Einfach, weil er Äpfel hat. Und da ist meine Axt auch schon leer. Das heißt, ich brauche eine Axt. Brrr. Nein, so wird keine Axt raus. Weg mit dir. Dankeschön. Oha. Und unser Inventar ist voll. So. Klaue ich noch manuell ein paar Äpfel. Einfach, weil wir ja ansonsten gleich an Nahrungsarmut leiden dürften. Das Schöne ist ja, die Äpfel wachsen wieder nach. Später. Und dann mal. Hoffe ich mal. Aber dort tun sie eigentlich. Hey, warum sind... Achso, war hier auch noch ein Apfelbaum. Ich wollte gerade sagen, warum bleiben die ganzen Blätter hier? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So. Schub der Wops. Und die drei Bäume hier, die mache ich nochmal komplett weg. Nein, ich kann nicht durchlaufen. Nein, ich fick den aber da. Bam. So, das sollte dann reichen. Dann haben wir definitiv genug Material. Dann haben wir, ja, siehst du, wir haben schon mehr als 2 Stacks. Das passt doch. Dann haben wir jetzt ordentlich, haben wir jetzt ordentlich Holz. Ja, was wir hier raus machen? Falsch geschrieben. Blossoms. Ach. Was schreibt denn da für Scheiße? Wow. Brr. Oh, ich bin taub. Ich weiß gar nicht, warum der Server gerade so der hängt. Also JJK1 meinte zwar, weil die hat sich auch mal mit dem Server hier verbunden, dass der laggt ein bisschen, aber dass der jetzt auch hier beim ich bin hier direkt mit dem Laptop verbunden, dass er auch da schon laggt, da muss diese Mod, also hier dieses Plant Life muss echt ineffizient sein, dass es so eine Lags verursacht. Ist ja schon ein bisschen seltsam. Na gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal alle Bäume weg. Dann können wir jetzt in Friede, Feuer, Eierkuchen wieder zurückgehen. Platsch. Achso, siehst du, genau. Ich wollte ja noch gucken, war ich gerade dabei mit diesen Äpfeln. Was wir daraus machen können. Oh, das ist alles? Was? Bei. Ein Apple-Computer wahrscheinlich. Okay. So, dich nehme ich auch gleich mal mit hier. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob die Pilze hier nachwachsen. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, ob bei Vanilla Mine Test die Äpfel nachwachsen, die Pilze nachwachsen.
Weil irgendwie habe ich das so ein Gefühl, als wenn im Vanilla-Mind-Test die Äpfel, die Pilze nicht nachwachsen würden. Worüber? Oh, ich muss gucken, wegen unser. Gut, sobald wir noch was finden, was schön ist. Siehst du, Kartoffeln. Finden wir Kartoffeln irgendwo? Ich brauche ganz dringend Kartoffeln. Weil aus Kartoffeln und Gurken, ne, können wir unser wunderschönes Rhabarber. Quatsch, unsere. Na, hier den Eintopf halt machen. Das wäre mir schon ein Träumchen, ne? Was bist du? Du bist garantiert kein Apfel. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Scheiße. Das heißt, die Blätter packe ich alle hier oben rein. Und dann haben wir schon gleich wieder viel mehr Platz. Was bist du? Du Zwiebeln. Wer braucht schon Zwiebeln? Ich brauche... Was? Hä? Kartoffeln. Kartoffeln, genau. Kartoffeln, Mensch. Kartoffeln, kennst du? Das sind die Dinger, die kartoffelig sind. Oh, Beeren. Boah. Rot, blau, blau, blau. Wow. Hier ist ja richtig alles. Nice. So, das sind Paprika oder sowas, ne? Ne, Tomaten. Okay, dann habe ich jetzt ordentlich was. Ich muss nur drauf aufpassen, dass ich immer ein Feld freilasse für, für Kartoffeln. Mein Gedächtnis ist ja gerade sowas von auf Ruhestandmodus. Was labe ich eigentlich gerade? Ja, aber Kartoffeln finde ich hier natürlich gerade keine. Ist natürlich wieder logisch. Ich will doch nur Kartoffeln haben. Mann, Kartoffeln ist das Wichtigste auf der Welt. Wie kann hier alles Mögliche da sein, aber keine Kartoffeln? War jemand Baum? Sieht so aus. Wovon ist eigentlich? Ach so, hier wegen den Ranken. Oh wow. Sind das? Nein, das sind Gurken. Das waren gerade Gurken. Ja, das waren gerade Gurken. Ich. Oh, tschüss, Kartoffeln. Messe. Was kann ich sagen? Was bist du eigentlich? Irgendwas, was wir schon hatten. Okay. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie die Kartoffeln aussehen. Hallo? Hallo? Kartoffelleins, wo seid ihr? Da vorne ist unser Haus. Aber ich hätte gerne Kartoffeln. Oh. Achso, hier kommen wir ins Strandgebiet. Na. Im Strandgebiet finden wir garantiert keine Kartoffeln. Och man, oh. Das kann doch jetzt hier nicht angehen, dass ich keine Kartoffeln finde. Ey, wir haben allen möglichen Scheiß gefunden, aber keine Kartoffeln? Ist das dein Ernst? Willst du mich jetzt hier ruinieren? Selbst Beeren finden wir hier. Fucking Beeren. Apropos Bären. Man kann, habe ich herausgefunden, ja, nach jahrelanger Forschung, habe ich herausgefunden, eigentlich nicht, aber egal, habe ich herausgefunden, es gibt hier zigtausend Kuchen. Hier. Pie. Was schreibe ich gerade für eine Scheiße? Tada. In fünf verschiedenen Sorten, also hier hat man quasi, hallo, danke, ne, Brombeeren, ne, also verschiedenste Beerensorten, oh, die fünf Sorten. Und da gibt es auch so einen Mischkuchen. Da hat man einmal... Ach so, oh, okay. Da habe ich mich dann ein bisschen verlesen. Okay, ah. Siehste, ja, okay. Das macht durchaus Sinn. Ich dachte, man braucht hier von jeder Beere mindestens... Hä?
Man muss aber das. Nee, muss man nicht. Was bist du eigentlich? Achso, das ist von der Farming Mod? Ja, genau. Das ist von der Farming Mod und das ist nämlich hier von. Hier, von der Plant Life Mod. Was? Was ist das? Was hat das hier mit Pyre zu tun? Egal. Ja, auf jeden Fall, hier kann man ganz viel Kuchen machen. Wie effektiv die Dinger sind, ich habe keine Ahnung. Das werden wir also irgendwann herausfinden müssen. Gut, ich glaube mal, hier sind keine Kartoffeln. Dann gehen wir mal auf unsere Insel, da wo auch unser Haus steht. Vielleicht finden wir da noch irgendwie Kartoffeln oder sowas. Aber ganz ehrlich, Kartoffeln ist das Wichtigste. Vor allem, wir haben Gurken. Da brauchen wir auch Kartoffeln, weil Gurken in Kombination mit Kartoffeln ist halt das Beste überhaupt. So, wie sieht's hier aus? Ah ja, könnte besser laufen. Gut, ich setze erstmal hier ein paar Sachen hin und zwar. Erstmal die Dinger hier. Halt, nach oben bitte, nicht nach unten. So. So. Schmeiß ich erstmal alles rein, was wir hier. Danke. Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste für Dingers da hier, für das da. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas haben, was irgendwie, nach Kartoffel aussieht. Na gut, ich würde mal sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, beziehungsweise gucken wir mal später irgendwann. Gut, schön, dann würde ich mal sagen, Show mit V und dann wollen wir nächste Folge hier weiter. Oder fangen wir überhaupt erst mal richtig an zu bauen. In dem Sinne, tschüss.